Da steht sie. Die Kunsthalle Rostock und erstrahlt in neuem Glanz. Vom 5. bis 8. Mai wurde die Wiedereröffnung nach 3 Jahren Sanierung gefeiert. Los ging es mit einem Fest des Fördervereins Freunde der Kunsthalle Rostock. Hunderte kamen, um ihre Kunsthalle wieder in Besitz zu nehmen. Ich bin einfach total glücklich. Ich bin richtig glücklich, weil ich habe heute, wir wissen ja, dass wir viele Freunde haben der Kunsthalle, aber heute waren ganz viele hier. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, gemeinsam zu feiern und dieses Haus wieder in den Arm zu nehmen, das ist das, was mich glücklich macht. Was eben ganz beeindruckend ist, ist natürlich, dass wir jetzt endlich einen Fahrstuhl haben, der in alle Etagen fährt und damit das Haus barrierefrei ist. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Die Klimaanlage ist perfekt. Und was mich jetzt hier, wenn wir es hier mal sehen, das Licht, die Weite, die Helligkeit der Räume, das beeindruckt mich sehr. Das erlebe ich jetzt wirklich ganz neu hier oben. Am 8. Mai schließlich die offizielle Eröffnung der Hanse und Universität statt und ihres Eigenbetriebes Kommunale Objektbewirtschaftung und Entwicklung, kurz KOE Rostock. Mit viel Politik, Wirtschaft und Kultur aus Stadt und Land, künstlerisch begleitet durch das Volkstheater Rostock. Wir sind wahnsinnig glücklich, dass wir die Kunsthalle jetzt ja 54 Jahre, nachdem sie das erste Mal geöffnet hatte, jetzt wieder eröffnen können. Und ich glaube, der Raum ist ganz fantastisch geworden. Viele Rostockerinnen und Rostocker waren am Wochenende schon hier, konnten sich davon überzeugen. Heute die offizielle Eröffnung mit der Ministerpräsidentin. Es ist ein toller Kunstraum und das Motto "Bereit für die Zukunft" sagt, glaube ich, alles. Insgesamt 10,2 Millionen Euro sind in die Sanierung der Kunsthalle geflossen. Neue Böden, Wände, endlich Barrierefreiheit. Neue Lösungen für die aufwendige Dachkonstruktion, neue Beleuchtung, neue Sanitäreinrichtungen, bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Und all das in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Verantwortlich für die Sanierung von Seiten des KOE, Hochbauingenieur Uwe Hinze. Die besonderen Herausforderungen waren natürlich Teil der Fassade, die komplett runterzubekommen, möglichst heil, viele Platten zu erhalten und im Anschluss dann wieder aufzuarbeiten und wieder dran zu bringen. Ja, also das haben wir ja schon im Eingang gehört, dass das von der Firma Hollerung sehr toll gemacht wurde. Aber auch im Innenbereich waren ganz viele Dinge zu generieren. Wenn ich an die Glasdecke denke, die im Obergeschoss jetzt neu reingekommen ist, oder auch die ganze Lüftungstechnik, die ihren Platz finden musste, auch in den geringsten Räumen an der Stelle. Ne? Die Kunsthalle Rostock ist gerade für die Einheimischen mit ostdeutschen Wurzeln ein Ort der Identifikation. Der einzige Museumsneubau zu DDR-Zeiten war mit seiner Lage und seinen Ausstellungen ein Anziehungspunkt mit überregionaler Ausstrahlung. Im aktuellen Kontext wird oft so geredet, als ob das Leben von vielen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern erst 1990 begann. Aber so ist es ja nicht. Viele haben natürlich auch Identifikation und Erinnerung an die Zeiten der DDR und dazu gehört Kunst und Kultur. Und diesen Bau, der war damals der modernste Bau in der DDR-Zeit. Und diesen Bau zu erhalten, aber auch Kunst und Kultur aus diesen Zeiten zu zeigen, das ist so wichtig. Es hat auch viel mit Identifikation zu tun und das macht die Kunsthalle hier so besonders. 2018 erhielt die Kunsthalle einen wichtigen Anbau, das Schaudepot. Sensibel wird hier die Formensprache der Kunsthalle aufgegriffen und neu interpretiert. Das Schaudepot sorgte aber auch dafür, dass während der Sanierung der Ausstellungsbetrieb aufrechterhalten werden konnte. Ja, weil das ein Leuchtturm nicht nur für die Stadt Rostock, sondern fürs ganze Land ist. Und ich glaube, gerade mit
Uwe Neumann hier als verantwortlichen Leiter hat die Kunsthalle einen Wahnsinnsaufschwung genommen und meine Maßgabe ist eigentlich, nichts tun ist das falsch, und die Alternative wäre damals gewesen, eben nicht das Geld für Schaudepot vom Bund für den nationale Städtebauprojekte zu organisieren, dann hätte man hier die Sanierung nicht durchführen können. Und mit Ausstellungen der besonderen Güte, aber auch mit der Einbeziehung der Rostockerinnen und Rostocker dieses Haus wieder salonfähig gemacht und damit den Boden bereitet, auch für die großen Investitionen, sowohl in das Schaudepot als auch jetzt in die Generalsanierung der Kunsthalle. Sie ist aber noch genauso schön. Heute sind alle glücklich vereint, sowohl Politik als auch Künstler und Kulturschaffende. Ich nehme auf jeden Fall wie immer mit nach Berlin, dass wir eine wahnsinnig interessante Stadt sind, hier oben an der Ostsee, und dass wir im Kunst- und Kulturbereich eine Menge zu bieten haben, wie eben auch die Kunsthalle. Und dass nicht nur Udo Lindenberg hier da ist, aber der ist natürlich auch großartig, das wissen auch schon viele in Berlin, wurde ich schon gefragt, sondern auch viele andere Künstler und Künstlerinnen hier ausgestellt werden und sich ein Besuch hier oben bei uns auf jeden Fall lohnt. Großzügige Räume, gute Ausstellung. Nicht alles gute Ausstellung, aber es ist wunderbar. Ja. Ich würde mir wünschen, dass bestimmte Kollegen auch endlich mal ausstellen könnten hier, zum Beispiel Reinhard Buch. Für uns bedeutet das sehr viel, weil wir hier auch den Rostocker Kunstpreis in aller Regel ausstellen und dann verleihen. Und in diesem Jahr wieder. Deswegen freue ich mich, dass wir den Kunstpreis des Jahres 2023 wieder in der Kunsthalle verleihen können. Besuch kam am Eröffnungswochenende auch aus Lübeck. Nach einem intensiven Abend ging es mit vielen Eindrücken aus einer lebendigen Kunsthalle Rostock zurück in die andere Hansestadt. Also ich bin total beeindruckt. Ich bin jetzt zum ersten Mal wieder nach 30 Jahren hier in Rostock und habe die Kunsthalle jetzt saniert wieder erlebt. Das ist wahnsinnig gut gelungen. Wirklich eine sehr schöne, sehr feinsinnige und gut gemachte Sanierung und ein Ort für die Kunst, der, glaube ich, sehr, sehr lebendig ist und sehr beeindruckt. Ich freue mich vor allen Dingen über die Stimmung, die Sie hier haben, und über dieses zahlreiche Publikum. Das ist so eine vergnügte Gesellschaft, die sich hier zusammenfindet und gemeinsam das feiert, dass die Räume wieder schön neu erstrahlen. Das ist sehr erfrischend. Rund 4000 Menschen kamen am Eröffnungswochenende. Im Erdgeschoss eine Ausstellung von Günter Uecker, ein Geschenk des weltberühmten Künstlers an die Kunsthalle. Die Ausstellung in der ersten Etage zeigt Werke aus der eigenen Sammlung und Leihgaben wichtiger Künstler. Kunsthallenleiter Uwe Neumann führt selbst durch die Ausstellungen. Ihm und seinem Team ist es zu verdanken, dass die Kunsthalle heute angenommen wird. Auch in Zukunft sollen die Ausstellungen den Nerv der Menschen treffen, zum Beispiel mit einem Gesamtkunstwerk. Und dann ab 1.6. geht es mit Udo Lindenberg, Maler, Musiker und die große Show weiter. Der Förderverein Freunde der Kunsthalle Rostock verzeichnete am Eröffnungswochenende allein rund 30 Neueintritte. Mehr als 600 Mitglieder unterstützen mit ihren Beiträgen und ihrem ehrenamtlichen Engagement die Kunsthalle Rostock, die jetzt in neuem Glanz erstrahlt.